Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Karmesin. Tretet ein in den neuen Part. Wir sind mal wieder in der Akademie, denn wir haben in der letzten Folge endlich Big Boss besiegt und Clavel und das Rätsel ist gelöst und es scheint alles gut zu sein. Cosima ist natürlich der Big Boss, wie es klar war und jetzt scheint alles geklärt zu sein, aber der Clavel hat mich in sein Büro gebeten. Deswegen gehen wir da jetzt hin und gucken, was er zu sagen hat. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein cooles Büro. Ziemlich prachtvoll. Doch, doch, hier waren wir schon mal. Da haben wir mit Antiqua geredet. Ah, Nico Dunkel, da bist du ja. Ich habe dich hierher gebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe auferlegt. Ich danke dir also vielmals. Okay, es klopft. Wer ist da? Ich bin's, Cosima. Ah, komm mal rein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs. Ich würde es gerne zusammen mit den anderen ausprobieren. Genau, das ist jetzt quasi, die wollen aus den Verstecken jetzt nochmal so Trainingscamps machen. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb, aber ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre? Die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich mir, nun ja, illegal besorgt, indem ich mich an das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Oh. Verstehe, meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Alles kann gehackt werden. Echt? So schwierig war das gar nicht. Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Sagaria, darüber sprechen. Sagaria war der Top-Champ auch, oder? Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Nico, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Okay. Einfach kurz bedankt. Ich muss kurz den Sound für mich lauter stellen. Das habe ich vergessen. Ich weiß nicht, ob der jetzt für euch auch lauter wird. Ich glaube aber nur für mich. So, für mich passt jetzt. Und weiter geht's. Wir sind im Zimmer. So, ja, und was jetzt? Sind wir jetzt an den Verstecken wieder? Nee. Keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Passiert jetzt irgendwas, wenn wir die Akademie verlassen? Wahrscheinlich, oder? Wir werden heute, wenn wir können, werden wir heute die Pokémon-Liga probieren. Ja, zumindest anfangen. Insofern jetzt hier mit der Story nicht weiter was passiert, aber eigentlich muss ja irgendwas passieren, ne? Auch mit den Trainingscamps. Oder vielleicht erst, nachdem wir Pepper besiegt haben und die Pokémon-Liga geschafft haben. Dann kann man da in diese Trainingscamps anscheinend. Die schauen wir uns auch noch an. Wenn das freigeschaltet ist. Und tatsächlich passiert was. Bring, bring. Nico. Cosima. Ich muss mit dir reden. Kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte auf dich. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir ihr geholfen. Das war das erste Mal, wo wir sie gesehen haben. Da unten. Da wurde sie attackiert. Da. Von Leuten aus Team Star. Stimmt, das ist krass, ne? Die wussten ja gar nicht, die haben ja quasi ihre eigene Bossin. Oder nein, nein, sie hat ja... Sie war da noch gar nicht Big Boss, glaube ich. Hasta la vista. Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Wirklich krasser Spruch, sehr einfallsreich. Er ist so schlecht, dass er irgendwie schon wieder genial ist. Wie sie lacht. Richtig räudig. Jedenfalls wegen der illegalen LP-Sache. Ich dachte, ich würde dafür so richtig Ärger bekommen. Aber mir wurde einfach verziehen. Zum Glück. Sie meinten, dass ich es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Pokémon-Liga aushelfe. Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Der Direktor und diese Frau namens Sagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dich hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte, aber... Oh ja, so geht's mir auch. Kann ich super nachvollziehen. Krass. Danke für alles. Ja, ich finde auch nie die richtigen Worte, das stimmt schon. Du
Du hast Team Star und meine Freunde gerettet, Nico. Ja, die ist schon eine gute, ne? Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum hier. Wow, Draco-Meteor. Habe ich euch schon mal erzählt. Sehr starke Drachenattacke. Keine Ahnung, ob wir die erlernen können. Ob das einer erlernen kann. Ich denke, das wirst du gut gebrauchen können. Oh, noch etwas. Ich möchte auch bei dir meine Schuld begleichen. Wenn dir also einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computern, Hacking und sowas. Das wird also auch noch wichtig wahrscheinlich. Nächstes Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du in Schwierigkeiten stecken solltest. Wir sehen uns hasta la vista. Naja, ein bisschen Geld erhacken, finde ich auch okay. Paar Bitcoins oder so. Die Straße der Sterne abgeschlossen. Okay. Also haben wir jetzt offiziell die eine Main Story komplett abgeschlossen. Krass. Dann, ja, dann würde ich echt jetzt zur Pokémon-Liga einfach straight gehen. Wir machen die Story-Finale einfach alle eiskalt, klappern wir die hintereinander ab. Ich könnte noch und wollte ja auch noch hier in Mestalona City eine Shopping-Tour machen. Aber naja, das ist jetzt nicht so spannend für die Folge. Wir sind immer noch nicht Millionär. Wir sind ja ultra arm. Naja, aber das machen wir dann mal anders. Jetzt gehen wir zur Pokémon-Liga, ja? Warum nicht? Wir sind geheilt. Eigentlich sollte man sich da ein bisschen vorbereiten. Ich gehe da einfach rein. Alle Pokémon auf 70 bis auf 1. Auf 69. Von den Leveln her, würde ich sagen, sind wir bereit. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie schwer das wird. Und, ja. Keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ich bin aber sehr gespannt. Mal sehen. So, hier sind natürlich auch Pokémon. Hä? Okay. Die sind aber jetzt eher nicht so stark. Da ist eine Trainerin vor der Pokémon-Liga? Oder ein Trainer? Okay. Ja, okay. Wir haben übrigens immer noch nicht die Weiterwege von Sweeps gesehen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Kämpf doch zum Andenken mit mir. Also dieser Maus mit den Ohren, die aneinander gewachsen sind. Also ich weiß schon, wie die aussieht ungefähr. Aber haben wir noch nicht gefunden. Wundert mich ein bisschen. Wir werden Level 14. Aber warum bauen die denn hier so einen schlechten Trainer ein? Ich meine, man kommt hier doch erst nach allen Arenen hin. Hm. 18 EP, ja, stark. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, 600, ja, unnötig. Aber okay. Ey, gerade rede ich von dir. Genau, dieses Pokémon. Genau, ich wollte sagen, in der Pokémon-Liga werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, ein paar ganz neue Pokémon sehen. Vielleicht so letzte Entwicklungen von Pokémon, die wir schon kennen. Vielleicht die Weiterentwicklung von Knabon. Ich gehe davon aus, dass wir... Da ist noch ein Trainer? Meine Stimme hat gerade voll abgekackt. Ich gehe davon aus, dass wir einige neue Pokémon sehen. Können wir auf die Pokémon-Liga? Müsste ja gehen von der Höhe, ne? Ich glaube, da kommt eine Sequenz, aber ich probiere es jetzt mal. Von hier müsste es doch gehen. Mit einem Big Jump. Ja. Also, ich verwette ja alles darauf, dass hier was ist. Wenn die hier drauf gar nichts gemacht haben, dann bin ich extrem enttäuscht. Ja, reicht mir schon. Hauptsache, sie haben irgendwas hingemacht. Ein Gierspenst. Nicht mehr? Kann man hier irgendwie rein? Aufzug. Hier ist... Es sieht so aus, als würde man hier noch irgendwie hinkommen. Anscheinend nur ein Gespenst tatsächlich. Ist hier auf den Fels noch was? Sieht nicht so aus. Okay, hier ist tatsächlich echt noch ein Trainer. Seltsam. Ein Pilot vom Flugtaxi. Aha. Bist du auf dem Weg zur Liga, ja. Ah, ich denke mal, sie haben quasi am Anfang so einen schlechten gemacht und jetzt so einen ultra krassen von den Leveln. Könnte ich mir vorstellen. Rabigato ist schon mal nicht schlecht. Ja. Wir sind zwar deutlich stärker, aber das war nur beschiss natürlich, der erste Trainer.
Ein sogenannter Choke. Ich guck mal, dass ich meinen Wecker richtig stelle. Er hat drei Pokémon. Oh, ist arschkalt gerade. Boah. Bronzong. Keine Ahnung, ich probiere es weiter mal. Oh, ist kalt hier. Okay, es war keine gute Idee zu bleiben. Dann halt zwei Hits. Gerade macht Nintendo tatsächlich Outlast 2 Let's Play. Das freut mich so krass, weil ich bin ein riesen Outlast-Fan. Outlast, würde ich sagen, ist beide Teile mein Lieblings-Franchise, meine Lieblingsspiele, die zwei. Ich finde, glaube ich, sogar den zweiten krasser als den ersten. Besser. Auch von der Story und allem. Das ist, also ich finde das so heftig geil. Und das ist so nice, dass er jetzt gerade das Display macht. Wirklich, ich liebe es. Kommt ein Part am Tag. Ich kann wirklich da kaum abwarten. Ich hatte lange kein Projekt mehr. Kein Let's Play mehr, was mich so gehypt hat. Obwohl das Spiel ja schon so alt ist. Aber er kennt es ja noch nicht. Das ist so geil. Generell Horror-Let's Plays von Nintendo. Mega, wirklich. Das ist so, so ein Qualitäts-Content. Das ist so unterhaltend. Nintendo generell, ich schaue ihn ja jetzt schon, ich rede immer wieder von ihm. Ich schaue ihn jetzt einfach seit fast 10 Jahren, Alter. Vielleicht sogar schon 10 Jahre. Mit Super Mario 3D World hat es angefangen. 2013 war das. Oder 2012, ich glaube 2013. Mit ihm habe ich eigentlich YouTube entdeckt. Und ja, also. Der Typ ist echt krass. Der macht echt guten Scheiß, Mann. In der heutigen Sprache würde man ihn als Ehrenmann bezeichnen. Er ist wirklich ein super toller Typ. Keine Beefs, keine unnötige Scheiße. Keine Fame-Geilheit, was auch immer. Er ist real geblieben. Er macht sein Ding. Er macht das, weil es Spaß macht. Und er macht es in hochqualitativer Form. Mit bestem Commentary, bestem Humor, bester Atmosphäre. Es ist wirklich... Es ist der Let's Player schlichtweg für mich. Ja. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Macht natürlich vorwiegend Nintendo-Sachen. Aber Nintendo-Spiele sind halt auch einfach geil. So. Also ich fühle ihn komplett. Ich habe ja auch mal Best of the Nintendos geschnitten. Daher sollte man das eigentlich schon wissen. Habe ich mir so... alle Videos angeschaut und dann immer wöchentlich quasi die besten Stellen rausgeschnitten. Das war auch ziemlich cool, aber aufwendig. So, da ist Sagari oder wie die heißt. Der Top-Champ. Okay, wir sind geheilt. Ich denke, wir sind bereit. Jetzt haben wir auch alle auf 70. Gut, dann rein geht's da. Wir werden die Pokémon-Liga heute auf jeden Fall nicht schaffen mehr. Aber dann halt in der nächsten Folge weitermachen. Insofern ich überhaupt speichern kann. Ich weiß gar nicht, ob man nach zwei Top 4 irgendwie speichern, Pause machen kann. Weiß nicht. Das glaube ich nämlich ein bisschen anders. Hallo Nico. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Um den Champ-Rang zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestehen. Hä? Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ja gut, sie meint wahrscheinlich einfach nur die Top 4. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Bin auch sehr gespannt auf das Battle gegen sie. Ich glaube, das wird richtig extrem. Ich glaube sogar, die hat Pokémon über Level 80. Rein da. Lass mich rein. Ja, ich möchte mich stellen. Acht Arena-Orten, genau. Man könnte ja theoretisch auch vor den Abschluss der acht Arenen hier hinkommen. Aber gut, dass hier... Also... Dass hier nochmal geprüft wird, dass wir alle Arena-Orden haben. Und da ist der Typ. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Ist es schon einer von Top 4? Ich glaube schon. Muss man jetzt bei jedem der Top 4 irgend so eine Challenge machen? Was wird das hier? Oder erklärt ihr mir jetzt erstmal, was abgeht? Mein Name ist Kai. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche Prüfung. Okay, was wird das jetzt? Lass mich zunächst in die viele Arena-Orden besitzt. Oh, fragt der einen jetzt so,
Pokémon-Fachwissen ab. Das wär cool. 8 Stück, wunderbar. Ich werde dir nur ein paar Fragen stellen, okay? Bitte wähle deine Antwort mit Bedacht. Dein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Bin ich gespannt, habe ein bisschen Angst. Da wollen wir mal anfangen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Mit einem Reit-Pokémon. Das war eine gute Entscheidung. Bitte nenne mir den Namen der Akademie, an der du derzeit eingeschrieben bist. Das ist die Orangenakademie. Verstehe. Warum bist du heute zur Pokémon-Liga gekommen? Um Champ zu werden. Was sind das für Fragen? Ja, die scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Angenommen, du bist tatsächlich Champ. Was möchtest du dann als nächstes tun? Einen Schatz finden? Ist ein bisschen random, hat ja nichts mit der Pokémon-Liga zu tun. Ich sage einfach noch stärker werden. Champ heißt ja nicht Top-Champ. So ist es also, sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der 8 Arenen dir am schwersten gefallen ist. Boah, da muss ich erst mal überlegen. Die zwei schon mal nicht. Vermanker, was für... Nee, auch nicht. Azarilla, oder? Psycho. Eisarena. Geistarena. Ja. Doppelkampf, das war auch relativ einfach. Ich sage jetzt einfach Azarilla. Verstehe. Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Oh Gott. Oh Gott, war das Tulia? Aoki? Rona? Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung. Enigmara war es schon mal nicht. Kombo auch nicht. Ette auch nicht. Aoki auch nicht. Ich schwank zwischen Rona, Kolzo und Tulia. Ich sag Tulia. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Echt? Oh, ich war richtig. Okay. Gott sei Dank. Erinnerst du dich auch an den Typ, den... Ja. Das war Psycho. Ja, dann muss man alles neu machen, was ich weiß. Das ist ja ultra dumm. Wunderbar. Dein Ablegen der Champ-Prüfung erzeugt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließt sich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Pokémon begegnet bist. Ah, jetzt checkt er meinen Pokédex oder was? Aber kannst du mir sagen, welcher Kategorie das erste von dir ausgewählte Pokémon angehört hat? Das war Feuer-Kroko. Sehr schön, sehr schön. Als ob man das vergisst. Entschuldige, aber lass mich eine der Fragen von vorhin bitte noch einmal stellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre dein nächstes Ziel, Nico Dunkel? Ja, noch stärker werden, wie gesagt. Was ist das für eine Kacke jetzt? Ach, richtig, das war's. Voll die Psychoscheiße hier. Kommen wir nun zur letzten Frage. Magst du Pokémon, Nico Dunkel? Ich würde es interessieren, was er sagen würde, wenn wir Nein sagen. Aber ich will jetzt hier nichts verkacken, von daher ja, natürlich. Ist er jetzt einer der Top 4 oder... Ich weiß nicht. Was ist mit dir? Kann ich jetzt mal kämpfen oder... So, das war's dann hiermit für dich. Okay. Mündliche Prüfung ist vorbei. Und wer hätte gedacht, ich darf dir gratulieren, Nico Dunkel? Ja, war echt schwer. Du hast den ersten Teil der Champ-Prüfung mit Bravour bestanden. Aber das mit dem, wie Arena-Leiter heißen, das ist tatsächlich ein bisschen fies. Und das auch noch gleich im ersten Versuch. Ich glaube, das hat seit Nemila keine mehr geschafft. Aber egal, Zeit zum Grübeln haben wir auch später noch. Auf zur nächsten Prüfung. Dabei stehen dir Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor. Okay, krass. Also die Champ-Prüfung ist nicht nur alle 4 Besieger anscheinend. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Ich weiß, kein besonders einfallsreicher Name, aber hey, er erfüllt seinen Zweck. Du wirst gegen 4 ausgewählte Trainer der Pokémon-Liga antreten und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du so weit bist, geh einfach durch die Tür hinter mir. Okay, dann geht's jetzt richtig los. Erstmal ein bisschen... Keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber ja. Los geht's. Stimmt, wir treffen ja dann auch auf dieses kleine Kind.
Die ist ja auch in den Top 4. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein paar oder vielleicht kennen wir schon alle vom Aussehen, ich weiß nicht. Dieser eine Blonde da, der öfter mal, den wir öfter mal gesehen haben. Bin gespannt. Gibt es Leute von den Top 4, die ich noch nicht kenne? Wahrscheinlich er gleich, oder? Ja, ich denke mal er gegen ihn kämpfen gleich. Ja, sieht so aus. Dann lass uns gleich mal loslegen, Kai. Als erstes bekommst du es mit einer meiner Wenigkeit zu tun, einen Kampf gegen Kai von Top 4. Glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde, also leg dich besser ins Zeug. Bin sehr gespannt auf die Musik. Die Musik, den Kämpfen, die muss ballern. Gerade Top 4. Top 4 bekommt immer ein extra Theme. Welser. Boah, die Mucke. Mucke baut geile Stimme auf. Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Wehe, du knickst so schnell ein. Oh, geile Mucke. 57, okay, habe ich sogar ein bisschen stärker gedacht. Aber 5 Pokémon. Nicht unterschätzen. Boah, das Wels hat Erdkräfte. Nicht schlecht. Erdkräfte heftig. Nein, was? Ey. Ich wollte gar nicht... Ach, Mann. Ich versuche zu fliehen bei den Top 4. Boah, Erdkräfte ist schon heftig. Ich denke mal, also müsste ja so sein, dass man quasi nach jedem Kampf sich dann wieder heilen kann. Bin mal gespannt, ob wir es im First Try schaffen. Ich gehe davon aus, weil Level 70 ist schon stark. Donphan ist Boden. Was ist gut gegen Boden? Kampf, oder? Ja, dann würde es ja... Ja, dann bleibe ich mal drin. Okay, auch 57. Nee, ist doch nicht gut. Aber Eis. Oh, Mann, was hat denn der für Attacken? Erdbeben und Erdkräfte? Aber okay, wir wissen auf jeden Fall Boden. Jeder Top 4 hat ja bestimmte... Ist ja auf bestimmte Typen ausgerichtet. Und der Typ, der ist spezialisiert auf Boden. Wir haben noch Eis. Und Wasser hilft auch. Ich versuch's mal mit Eiszahn. Ich weiß nicht, wie Friedwurf auf Bodenattacken reagiert. Aber Erdbeben würde sowieso reinhauen. Wir sind schneller. Oh, das war wenig. Donphan hat viel KP anscheinend. Okay, okay. Friedwurf kann Erdbeben ganz gut verdauen. Das ist gut. 3 Hits braucht er. Hm. Hier werden aber auch die Trainer wahrscheinlich dann anfangen zu heilen. Also das wird kein Spaziergang. Das wird ganz schön herausfordernd. Okay, Donphan ist aber immerhin geschafft. Ich gucke, dass wir die ersten 2 der Top 4 schaffen. Ah, wird knapp. Wahrscheinlich eher nicht. Dictry, Boden auch, natürlich, klar. Ich bleib mal drin. Sclerocook ist Level 71. Wir werden ordentlich leveln hier. Eiszahn. Also eigentlich haben wir nur 2 Eisattacke und 1 Wasserattacke gegen Kai. Was richtig effektiv ist. Nice. One-Hit. Aber Sandsturm, ne? Kamerupt. Hat das Feuer-Sekundärtyp? Ich glaube schon. Scheiße, ja. Es hat irgendwas anderes noch. Es ist nicht nur Boden anscheinend. Dann nehme ich einfach mal die stärkste Attacke. Psychobeißer. Ja, ja, nicht schlecht. Na, du Arsch. Ach komm. Aber schläfrig. Gena ist nicht gleich einschlafen. Ich schlafe später ein. Einmal kann ich noch angreifen. So, jetzt müsste ich einschlafen. Aber jetzt kann ich ja wechseln. Gut, sehr gut. War sehr dumm von ihm. Okay, jetzt schlafe ich. Jetzt wechsle ich einfach aus. Ich weiß nicht, was kommt, aber... Wahrscheinlich Boden. Deswegen Flamingo. Aber macht schon einen... Also, ich habe schon Respekt vor der Top 4, muss ich sagen. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Was? Ah, so heißt es.
Die weite Weg nur von Paldea Felino. Ah, das ist schon sein letztes. Jetzt wird's ungemütlich für euch. Zulord, schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Oh. Warte mal. Willst du mir sagen, dass jeder der Top 4 am Ende Terra kristallisiert? Aber ich kann insgesamt ja nur einmal, ne? Das wird interessant. Oder wird diese Fähigkeit resettet nach jedem Kampf? Würde ja eigentlich keinen Sinn machen. Ich glaube, ich habe für alle Top 4 nur eine Terra-Kristallisierung. Ich weiß nicht, ob dann der Champ quasi gleich danach kommt oder ob man dann nochmal geheilt wird. Also ob ich dann wieder neue Terra-Kristallisierung habe oder... Boah, das wird kompliziert. Das wäre gut zu wissen jetzt. Ich spare es, solange es geht. Was ist denn jetzt? Warum trifft... Achso, Schutzschild. Irgendwie dieser Terra-Kristall, der sieht ganz geil aus bei ihm. Ja, Gift verletzt. Toxin, glaube ich, habe ich ja bekommen, ne? Sag mal, was ist denn hier? Oh mein Gott, ich muss halt auch lesen. Ich muss halt auch wirklich zugucken, was da passiert. Er hat H2O-Absorber. Auf ihn wirken keine Wasserattacken. Und das als Boden-Pokémon ist schon stark, ja? Das ist schon nicht schlecht. Next Strike. Vielleicht macht das ein bisschen was. Abfuck. Jetzt fangen die hier schon an mit Schutzschild und so. Was ein Kack. Boah. 50 KP nur durch Gift verletzt. Verloren. Das ist halt eine schwere Vergiftung. Das war's. Jetzt tötet mich das Gift. So, wen nehmen wir jetzt? Ihr müsst ja weiterhin Boden haben. Ja, ich probiere es mal mit Granfogeta. Vielleicht mit Riesenhammer. Vielleicht macht das genug. Boah, Alter, ey, warum? Dass das aber auch wirklich jedes Mal funktioniert. Kann man jede Runde Schutzschild machen? Dann kann man ja theoretisch, ja. Wenn man Initiative hoch hat, kann man ja sich einfach durch... Oh nein, das zählt als eingesetzt. Kann man sich durchcarryen. Mann, was soll denn das jetzt? Ja, das bringt ja gar nichts. Schön aufpassen, dass hier nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Okay, wir schaffen nach ihm auf jeden Fall niemand mehr heute. Boah, der fuckt schon gut ab, du. Also, das letzte Pokémon ist ja immer sehr stark. Und das ist wirklich sehr stark hier. Okay, jetzt haben wir bei Initiative. Nice. Schwere Geburt. Also, wahrscheinlich schon der schwerste Kampf, den wir bisher gesehen haben. Und es wird nicht leichter. Aber man levelt hier natürlich gut. Reife Leistung. Dankeschön. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl, dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich nochmal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme. Ach, das kleine Ding. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich mich nicht heilen kann? Wenn ja, dann ist diese Challenge unmöglich. Hast du etwa verloren, Kai? Aber hallo, sie ist echt stark. Sieh dich besser vor. Ich werde euren Kampf als unbeteiligter Zuschauer mitverfolgen. Räche mich, okay? Ja, mache ich. Ich hoffe mal, wir wurden jetzt... Ah, okay, wir können noch heilen. Ich dachte jetzt schon, Alter. Weil das wäre ja unmöglich. Das Ganze hier ohne... Ja, ohne Heilung. Das geht doch nicht. Okay. Auf jeden Fall noch Friedwurf aufwecken.
Und Flamingo hat auch irgendein Status-Ding, ne? Ist aber wieder weg. War das das Gift? Ah, ne, ich glaube, das ist das Symbol einfach für Kampf und Fähig. So, Aufwecker noch. Wisst ihr was, wir machen doch noch einen Kampf, also noch gegen die. Und ich dachte ja eigentlich, wie in den anderen Pokémon-Spielen ist, dass es so ist, dass man quasi in den nächsten Raum geht, aber hier kommt der Trainer quasi zu uns. Okay, so. Bist du bald gegen Poppy? Ja, bin ich. Gut, dass sie nochmal fragen. Die hat ja schon große Töne gespuckt. Ein Kind in Top 4. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast, aber jetzt ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon sehen. Stahl, okay. Kommt raus, meine Lieben. Gut zu wissen. Kampf. Kampf, Boden, Feuer. Kampf, Boden, Feuer ist gut. Da ist Clairocock natürlich perfekt. Kampf, Boden, Feuer. Patinaraya. Das ist Stahl? Sieht eher aus wie Boden. Angriff, Patini. Lass uns toben und stampfen. Bin gespannt aufs Level. Ja, ein Level mehr. Ja, also eigentlich Top 4 sind jetzt auch nicht bekannt für die krassesten Level. So, da wartet man immer mehr, glaube ich. Wobei es natürlich jetzt dann immer mehr wird. Die AP machen mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht noch ein paar AP Plus geben müssen. Boah, die AP könnten halt wirklich zum Problem werden. Kann man irgendwie die AP füllen? Nee, oder? Aber ich glaube, nach den Top 4 kommt nochmal ein Pokécenter, oder? Weil mit so wenig AP kann ich ja dann nicht gegen den Champ kämpfen. Also gegen den Mieder. Naja, Bronzong. Wir gucken einfach mal. Da müsste ja jetzt Kampf gut sein. Das ist auf jeden Fall Stahl. Ist nicht sehr effektiv. Dann hat sie noch irgendeinen Sekundärtyp, den ich nicht verstehe. So, wir sind schon über 30 Minuten, aber das machen wir noch. Ich habe auch mal gesehen, in einer Folge, ich glaube, der 67. war mein Ton irgendwie total übersteuert. Das verstehe ich nicht. Viel lauter und wirklich so richtig übersteuert. Voll komisch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ist ja für euch jetzt schon längst passé. Eisenschädel. Okay, okay. Ach komm. Wisst ihr, was ich heimlich jetzt? Hypertränke können wir gar nichts mit anfangen eigentlich. Wir brauchen Top-Tränke. Ich heimlich jetzt, weil Bronzong macht mir nicht so viel Schaden. Und ich will Saltiger noch ein bisschen. Ich brauche ihn noch. Wegen Gegenschlag. Oder Hammerarm. Hammerarm. Die Attacke, die könnte hier noch wichtig werden. Mann, warum hat der Prio? Wenn das jetzt killt. Ja, nice. Weil Hammerarm ist ja Kampf. Müsste ja gegen einiges von ihr gut sein. Magnetzone. Das ist aber Elektro, oder? Elektrostahl. Ich wechsle auf Stereocock, weil sowohl Elektro als auch Stahl ist ja, das sind wir ganz gut mit Scalecock dabei. Generell, der wird hier eigentlich, glaube ich, das ist das Beste hier. So, wieder das wunderschöne Magnetzone. Es sah auch noch nie so schön aus als in dieser Gen, ne? Wow. So, jetzt haben wir die Wahl. Ja, Hitzewelle macht am meisten Sinn. Oh ja, schade. Robustheit, ja. Okay. Lichtschild. Also mit Clairocock wird das hier, glaube ich, ziemlich leicht. Okay, das war kein Problem. Clairocock ist fast schon ein bisschen OP gegen die Trainerin hier, ne? Bin mal gespannt, ob jemand gefährlich werden kann für ihn. Armor? Stahlflug, oder? Ich bleib mal drin. Feuer müsste ja trotzdem gut sein. Erzwinger weiß ich immer noch nicht genau, was das bringt. Ja, Hitzewelle. Probier mal. Okay.
Ist in Ordnung. Und auch noch Rückstoß für ihn. Wenn Hitzewelle trifft, dann war's das. Ja. Gut. Ja, die Mucke, die ist schon geil hier, ne? Gran Fogita. Auch Stahl. Stahlfee. Ich habe keine Angst. Mein letztes Pokémon wird bestimmt aus der Patsche helfen. Krass, das ist wirklich jetzt schon ihr letztes Pokémon. Also ich fand sie leichter als den ersten. Aber gut, mit Sclerocork ist es natürlich auch jetzt nicht so schwer. Gegnerische Fähigkeit. Was haben wir überhaupt für eine Fähigkeit? Soll ich mal... Ich mache jetzt mal Flammenblitz. Weil selbst wenn ich viel Schaden nehme, ich kann mich danach heilen. Und Flammenblitz könnte killen. Ah, wobei, ja gut, jetzt wird sie Terra kristallisieren. Dann vielleicht nicht One-Hitten. Wobei... Na, vielleicht wird es trotzdem One-Hit. Könnte ich mir schon vorstellen. Das ist, glaube ich, 59 gewesen, das Pokémon. Ich glaube, das killt. Ja, Mann. Ja, Flammenblitz. Zu krass. Ich bin gespannt, wie viel Schaden wir jetzt bekommen. Geht voll klar. Hat sich gelohnt. Richtige Entscheidung. Das ging voll klar jetzt. Bläh. Buhu, dabei wollte ich mich noch an dir rächen, Kai. Ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern an mich rächen. Naja, Schwamm drüber, Poppy. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe meine Katze gehört. Da du verloren hast, sollten wir jetzt so langsam mal den Dritten im Bunde rufen, oder? Ich weiß nicht, ob das im Game ist oder ob das ist, ob man meine Katze hört, ich weiß nicht. Oh, stimmt, ja, Schnief. Ich musste ihn schon lange nicht mehr rufen. Also die meisten scheitern schon bei den zwei. Ah, okay, du bist dran. Ah, das ist der Blonde, ne? Nein, warte mal, das ist der normale Arena-Leiter? Der ist von den Top 4? Ein Arena-Leiter ist von den Top 4? Hallo, ich bin Saoki. Hat er das schon mal erzählt? Hä? Okay. Ja gut, wir machen hier jetzt Schluss für die Folge. In der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, wir starten mit Flamingo rein. Der hat ja viele verschiedene Attacken. Das wird schon. Bisher Pokémon Liga tatsächlich relativ einfach. Dann speichere ich mal. Und ja. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter und wir beenden die Pokémon Liga. Zumindest die Top 4. Seid gespannt. Bis dann. Und ciao.